Liebe Freunde des guten Geldes, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der World of Value Talk. Wir haben in den letzten Wochen erfreulicherweise viele, viele Rückmeldungen bekommen und ein Thema ist immer wieder aufgepoppt. Wie seht ihr das eigentlich mit der aktuellen Entwicklung des digitalen Euro? Da wird medial so viel geschrieben. Was ist das jetzt eigentlich? Ist das eine Kryptowährung oder was kommt da auf uns zu? Und ja, wer, wenn nicht anders als Christian Rieck, Professor in Frankfurt mit dem Forschungsschwerpunkt auch für innovative Finanzzahlungsmittel, ist da jemand, der uns weiterhelfen kann. Christian, herzlich willkommen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo. Freut mich, dass wir uns über dieses Thema unterhalten können. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Der digitale Euro, genannt auch Central Banking Digital Currency, das ist dieses CBDC, was man immer wieder liest, wo viele Leute meinen, das ist sowas wie eine Kryptowährung, sowas wie Bitcoin oder ein Alternativcoin, was man aber wohl so nicht sagen kann, oder? Ja, also ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Also vielleicht vorab, man weiß nicht so ganz genau, was eigentlich passieren wird. Jetzt hast du mir eben schon einmal vorab gesagt, dass du ein tolles Papier von der Bundesbank bekommen hast, was mir selber noch nicht vorliegt. Also darüber können wir uns ja dann gleich mal unterhalten, wenn du mir ein paar Sachen sagst, die da drinstehen. Aber ganz allgemein, in der Tat, diese ganzen von den Zentralbanken ausgegebenen Digitalwährungen sind eigentlich nicht in dem Sinne Cryptocurrencies, so wie wir das kennen. Also die Cryptocurrencies sind ja von ihrem Konzept her dem Gold angelehnt. Also viele sagen, das sei so ein digitales Geld. Ich würde eher sagen, das ist ein digitales Gold von der Konzeption her. So dass man sagt, es gibt etwas, was von der Menge her wirklich verknappt ist, wo es eine ganz klare Obergrenze gibt. Bitcoin ist ja auch extra so aufgebaut, dass es immer schwieriger wird, je näher man sich dieser Obergrenze nähert. Also das heißt, es ist schon genau angelehnt an diese Goldsachen. Und genau diese Eigenschaften haben natürlich diese ganzen, also CBDC, wie diese schöne Abkürzung hier immer ist, ja, diese Central Bank Digital, das haben die ja nicht. Also auch Bitcoin ist nicht vollkommen anonym. Ich glaube, da machen sich auch viele was vor. Das ist ja pseudonym. Also man kann da schon zum gewissen Grad nachverfolgen, die ganze Sache, je nachdem, wie viel man weiß über denjenigen, der eben gerade irgendwie eine Wallet hat oder nicht. Aber immerhin ist es ein bisschen anonymer als das, was jetzt geplant ist. So wie ich die ganzen Konzepte weltweit im Augenblick verstehe, und wie gesagt, die sind für meine Begriffe noch nicht ausgegoren, also wir wissen noch nicht, worauf es am Ende wirklich ganz exakt hinauslaufen wird. Aber alles, was wir an Konzepten bisher sehen können, läuft darauf hinaus, dass das im Grunde genommen nicht anonym, auch nicht pseudonym sein wird, sondern dass man hier Zahlungen im Einzelfall wird nachvollziehen können. Und damit hat es natürlich überhaupt nicht die Eigenschaften, die Gold oder gar Geld hätte. Ja, denn beim Bargeld ist es eben so, dass man das über die Spur überhaupt gar nicht mehr nachverfolgen kann. Hier kann man sie nachverfolgen, damit fehlen ganz wesentliche Eigenschaften. Und was man natürlich auch immer machen kann, ist, dass man in solche Dinge einfach auch mit andere Funktionen einbaut. Also man spricht ja gerne von diesen Smart Contracts. Die können, müssen aber nicht von der entsprechenden Währung abgekoppelt sein. Also es kann sehr gut sein, dass das direkt mit eingebaut ist in so eine Currency und bestimmte Bedingungen dran gekoppelt sind, unter welchen Bedingungen oder wofür man so etwas verwenden kann. Und das sind natürlich im Augenblick alles theoretische Größen, aber die sind vom Prinzip her da. Und wenn man etwas so schafft, dass so etwas auch möglich ist, dann wird es früher oder später auch möglich gemacht werden. Das ist die Erfahrung, die wir eigentlich in der Vergangenheit immer gemacht haben. Also daher würde ich erstmal sagen, sind diese ganzen Digitalwährungen, die von den offiziellen Zentralbanken herkommen, haben eigentlich nicht mehr viel gemeinsam mit dem, was wir als Kryptowährungen kennen. Ja, also es ist konkret, also es ist kein Papier gewesen, sondern es ist mehr so aus aktuellen Gesprächen aus dem Umfeld der Bundesbank, was ich da dann so in Erfahrung gebracht habe. Und da ging es in erster Linie darum, dass gesagt wird, naja, dieser neue digitale Euro, der hat natürlich, ist keine Kryptowährung, da gibt es keine Blockchain, sondern es ist einfach eine Alternative zum Bargeld, was wir bisher kennen. Und auch die Art und Weise, wie es aufgesetzt wird, wie das Geld geschöpft wird, ist analog zum Prozess des Bargeldprozesses. Das heißt, eine Geschäftsbank, die dem Kunden einen digitalen Euro zur Verfügung stellen möchte, müsste bei der Zentralbank, in der Regel bei der Bundesbank, hat sie ja ein Konto, müsste sich dann digitale Euro ausliefern lassen, wie sie es aktuell auch mit dem Bargeld macht. Das wird emittiert dann von der Zentralbank. Und das kriegt der Kunde dann zur Verfügung gestellt. Und dann obliegt es dem Kunden und dem jeweiligen Händler, mit dem er dann einen Vertrag macht, ob man sich hier sozusagen einigt, dass man sagt, okay, diese Transaktion kann auch mit dem digitalen Euro gemacht werden. Also ähnlich auch mit dem Bargeld. Das obliegt ja dann auch privatrechtlicher Konvention, wenn man sagt, für uns, für beide Seiten ist das in Ordnung. Und so soll das umgesetzt werden, sodass man hier sagt, naja, es ist eigentlich nur eine Ergänzung
und ein Add-on, wobei aber die Technik noch überhaupt nicht steht. Ja, die Planung ist, dass ab Herbst wohl eine Probephase gestartet werden soll über 3 Jahre, wo dann wohl auch die Technik mehr und mehr implementiert wird und dass frühestens also ab 2026 dieser digitale Euro dann erstmalig dann auch konkret genutzt werden kann für eine Transaktion. Das ist so der aktuelle Stand. Also mehr so als Servicedienstleister. Wir haben hier ein Add-on und ihr habt zukünftig auch die Alternative im digitalen Euro zu bezahlen. Naja, mal abgesehen jetzt von dem konkreten Zeitpunkt, die da genannt sind, steckt ja erstmal ja nicht so Ja. wahnsinnig Neues drin. Ich würde eher im Augenblick sagen, das klingt für mich eigentlich ein bisschen wie eine schlechte Nachricht. Denn wenn es genauso ist wie das Bargeld, in Klammern, bis auf die Anonymität, also das, was wir am Bargeld schätzen, dann heißt das ja nichts anderes, als dass es eins zu eins durchgereicht wird. Also dass es 100% Zentralbankgeld ist, was nicht Genau. im Geschäftsbankenbereich weiter geschöpft werden kann. Ja, so wie das eben beim Bargeld im Augenblick ja auch der Fall ist, das kann ja nicht multipliziert werden in dem Privatbankenbereich. Das heißt also, das wäre für meine Begriffe eigentlich eher so ein, also im besten Fall ein Euphemismus, im schlimmeren Fall eigentlich eine kleine Katastrophe, diese Mitteilung. Denn es heißt ja, dass wir den gesamten Geschäftsbankenbereich im Grunde genommen ausklammern. Ja, also dann kann im Grunde genommen diese Währung hier verwendet werden, ohne die weitere Kontrolle, die wir jetzt eben im privaten Bereich haben. Ich muss dafür an einer Stelle vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich weiß, dass ich ja gerade auch bei euren Zuschauern immer so ein bisschen dafür gescholten werde, dass ich sage, so schlimm ist das Kreditgeld gar nicht, was wir im Augenblick haben. Denn Ja, ich sehe einen großen Vorteil bei dem Kreditgeld, nämlich bei jedem Akt der Geldschöpfung steht der Geldschöpfung an irgendeiner Stelle ein echter, realer Wert gegenüber, nämlich die Sicherheit, die dafür geleistet wird. Ja, also derjenige, der den Kredit rausgibt und damit Geld schafft, sagt, ja genau, ich vertraue darauf, dass ich das wieder zurückkriegen werde, denn wenn ich es nicht zurückgehe, geht das Ganze zu Lasten meines Eigenkapitals. Das wollen die nicht, ja, das verlieren die dann sozusagen aus eigener Tasche. Und das sorgt dafür, dass das Geld, so wie wir es im Augenblick kennen, einen echten inneren Wert hat. Das klingt immer so, als könnte man das aus dem Nichts schaffen. Das ist ja auch mit dem Begriff Fiat-Geld, wird das ja immer gesagt. Ja, da wird immer so getan, als es werde Geld. Ja, dafür steht dieses Fiat. Das ist aber nicht so. Zumindest so lange, wie sich alle Beteiligten an die Regeln halten. Und die Privaten halten sich schon zum Großteil mehr oder weniger an diese Regeln. Die Zentralbanken sind im Augenblick nicht so ganz auf der Linie, dass die sich wirklich an diese Regeln halten. Aber wenn sich alle an diese Regeln halten, die wir da mal vereinbart haben, Ja. dann ist das ein werthaltiges Geld. Und das, was wir im Augenblick haben, heißt, wir nehmen aus diesem Prozess, den wir hier haben, den privaten Teil raus. Und das ist einer, der auch gleichzeitig einen Kontrollprozess im Augenblick bei unserem Kreditgeld darstellt. Also für Ja. mich ist es im Augenblick eher so, als wäre das ein Schuss gegen den privaten Teil des Bankenbereichs. Und als wäre das daher eigentlich für meine Begriffe eher ein Nachteil gegenüber dem Zustand, den wir im Augenblick haben. Ja, also die Kritik am Fiat-Geld kommt ja von der Austrian-Seite, zu der ich mich auch immer zähle, ja vielmehr daher, dass man sagt, das, was die Bank als Kredit zur Verfügung stellt für den Immobilienkredit, Konsumentenkredit, sind halt keine Ersparnisse von anderen Kunden, sondern das ist wirklich dann eine Transaktion, wo dann eine Zahl über eine Buchung aus dem Nichts geschaffen wird. Und dass das dann zu Konjunkturzyklen führt, zu Verzerrungen, dass das natürlich in irgendeiner Form abgesichert ist, klar, mit Hypotheken etc. Aber diese Schöpfung aus dem Nichts, weil keine realen Ersparnisse dahinterstehen, das ist diese grundsätzliche Kritik. Und Nein, sorry, das, da muss ich, an der Stelle muss ich gerade mal einhaken. ja. Das stimmt so einfach nicht. Also, wenn wir uns angucken, etwas wie Bitcoin, das Ja. wird in der Tat aus dem Nichts herausgeschaffen, weil dem keinerlei wirtschaftliche Aktivität gegenüberstehen muss. Also, wir stellen uns immer vor, das ist ja irgendwie was Echtes und da fließt die Arbeit rein, die geleistet wird, um diese Rechenprozesse zu machen. Aber das stimmt einfach nicht. Sondern hier wird einer bestimmten Größe, wird als etwas zugewiesen, und wird gesagt, so und ab jetzt ist das werthaltig. Das ist der eigentliche Fiat-Prozess. Ja, das ist dieses, es werde ja, werthaltig. Ja, das passiert da drin. Und es gibt keinerlei Ankopplung an reale wirtschaftliche Teile. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich selber immer so stark dieses Konzept des Digni-Gelds propagiere. Ja, also beim Digni-Geld, da sagt er, da muss es einen inneren Wert geben, der tatsächlich an die Wirtschaftsleistung angekoppelt ist. Und der wird mittels dieses Digni-Gelds verbreitet als Eigenkapitalgeld. Im Augenblick macht als Fremdkapitalgeld, aber da hängt immer dem gegenüber, in dem Geldschöpfungsprozess, steht immer gegenüber ein realer Wert. Und das darf man nicht vergessen. Und das ist für meine Begriffe ein ganz großer Fehler, wenn man hier, nur weil das Geld in dem Augenblick aus dem Nichts entsteht, man glaubt, es sei nicht werthaltig. Es entsteht aus dem Nichts, weil derjenige, der es schöpft,
weiß, dass es etwas anderes, Reales gibt, was dem gegenübersteht. Und nur deshalb schöpft er dieses Geld. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu dem Zustand, dass man einfach sagt, es werde Geld. Und genau das, wie gesagt, passiert bei den Bitcoin. Und genau das kann jetzt auch bei den Digitalwährungen der Zentralbanken passieren. Nur, dass die es plötzlich selber machen können. Also im Augenblick ist es ja so, dass sich zumindest ja mal die Wirtschaftsteilnehmer bei Bitcoin darauf einigen müssen und sagen müssen, ja, okay, das betrachten wir als werthaltig. Dort ist es ja einfach so, dass einer sagen kann, ich bin jetzt der große Boss und ich kann vorgeben, dass das hier das ist, was werthaltig sein soll. Und ich kann auch bestimmen, wie viel davon Umlauf ist. Ja, und dann merken wir natürlich schon, dann sind da eine ganze Menge Nachteile in einem vereint. Also es ist so wertlos, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann, ja, also vom inneren Wert her erstmal, ne, hat da also keine Werthaltigkeit, ist eben nicht diese Kreditsache, die dem Ganzen gegenübersteht, und es kann eben dann auch noch von einem Grund genommen vollkommen gesteuert werden. Man darf natürlich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja. Es kann sehr gut sein, dass es auch dafür Regeln geben wird, und ich hoffe, dass das so sein wird, dass das eben nicht in beliebiger Zahl ausgegeben werden kann, sondern dass auch da die Zentralbank in irgendeiner Stelle dafür sorgt, dass reale Werte dem gegenüberstehen müssen. Ja, also ich will das jetzt nicht einfach nur schlecht machen aufgrund der Informationen, die mir jetzt vorliegen. Man kann das schon so konstruieren, dass es insgesamt sinnvoll ist. Ob das am Ende passiert, naja, da müssen wir mal gucken. Interessanter Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, auch sagen wir mal, innerhalb der Austin-Community gibt es ja auch diese zwei Lager, die sagen, Bitcoin ist genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, natürlich auch kein richtiges Geld, weil keine richtige Vorarbeit reingeleistet wurde, weil es keinen Bezug zur realen Welt hat. Das sind dann mehr so die Goldbugs, die sagen, ja, beim Gold, da ist ja ein realer Wert, da ist vorher die Arbeit gemacht worden. Und dann hat man sozusagen die Goldunze in der Hand und das ist Geld. Und beim Bitcoin, da wird ja auch was geschöpft, da steht nichts Reales so richtig dahinter, da ist kein Bezug zur realen Welt. Und das sind ja die großen geldtheoretischen Debatten, die wir aber heute eigentlich gar nicht führen wollen in dem Gespräch. Na gut, lass wenn uns wir schon dabei sind, also wenn wir schon Geld, geldtheoretische Debatten haben, ja, dann müssen wir zumindest uns noch zumindest mit klar machen, dass es auch noch andere Ansätze gibt. Ja? Also es gibt ja auch die Theorie, dass Geld immer durch Schuld entsteht, ja, was nah an unserem Kreditgeld dran ist, aber nicht genau das Gleiche. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept, was für meine Begriffe auch die Realität sehr gut beschreibt. Also das ist immer so, da hat einer Arbeit geleistet, und das ist ihm in diesem Geld verbrieft. Ja, also die anderen akzeptieren das und sagen, ja, das Geld, da steckt die Arbeit drin, weil es so eine Art Gutschein dafür ist, dass er jemals gearbeitet hat. Und da gibt es ja noch diese anderen Theorien, die jetzt gerade eher aus der monetären Märchentheorie, wie ich das immer nenne, MMT, heraus entstehen, dass Geld dadurch entsteht, dass der Staat damit Steuern eintreibt. Und das ist natürlich auch eine Sichtweise, die zum gewissen Grad stimmt, die aber natürlich die andere Seite zu Fronarbeitern macht. Ja, das ist auch etwas, was man dabei mit berücksichtigen soll. Also wir merken, wir haben hier einen großen Strauß an Geldtheorien. Ja. Wir müssen zumindest auf dem Radar haben, dass es davon viele gibt. Ja. Und jetzt kommen wir noch mal, versuchen wir nochmal den Bogen zum digitalen Euro zu bekommen. Dieser digitale Euro in der Praxis, also wenn ich jetzt als Konsument die Alternative habe, entweder mit meiner Kreditkarte, das wäre dann Geschäftsbankengeld, zu zahlen, oder ich habe die Möglichkeit, das Portemonnaie aus der Tasche zu holen, mit Bargeld zu bezahlen, oder ich habe zukünftig eine dritte Möglichkeit, ich kann auch über ein separates technisches System, was es dann geben wird, auch noch mit meinem digitalen Euro bezahlen. Dann stellt sich für mich die Frage, warum sollte ich mit dem digitalen Euro zahlen? Ich kann mit meinem Geschäftsbank, mit meiner Kreditkarte kann ich bezahlen, dann habe ich halt nicht einmal die Karte in die Zahlung ist da. Möchte ich, dass es anonym ist, Privatsphäre, Datenschutz, dann zahle ich mit dem Bargeld, mit dem Papier. Aber warum sollte ich dann noch diese dritte Funktion, diesen digitalen Euro von der Konsumentenseite her, besteht für mich überhaupt gar kein Anreiz, diesen zu nutzen. Dass auf der anderen Seite, auf der Emittenten, auf der staatlichen, auf der Zentralbankseite natürlich nochmal andere Interessen sind, was du auch gerade angesprochen hast, ist völlig klar. Aber rein von Konsumentenebene, fällt dir was ein, warum man digitalen Euro nutzen sollte zukünftig? Naja, also stellen wir uns mal vor, so als Wunschkonzert, was wir vielleicht gerne haben wollten. Mal angenommen, man würde es schaffen, dass das tatsächlich sehr stark anonymisiert ist. Also, dass man diese Transaktionen nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen kann. Stellen wir uns mal vor, das würde funktionieren. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es in der heutigen Zeit eine reelle Chance hat. Wenn wir uns jetzt fragen, geht sowas eigentlich technisch und gab es solche Versuche mal? Ja, die gab es. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Geldkarte. Dass auf den normalen Karten so ein kleiner Chip drauf war, den man mit Bargeld laden konnte. Oder meinetwegen auch mit Giralgeld laden, aber das war dann so gut wie Bargeld. Und man konnte dann damit anonym bezahlen. Also jeder, der diesen Chip reingesteckt hat irgendwo, wurde es von diesem Chip abgebucht, aber man konnte nicht mehr nachvollziehen, wer eigentlich der Inhaber dieses Chips war. Ja? Also diese Technik ist vom Grundsatz her da.
Hat sich aber damals auch überhaupt nicht durchgesetzt. Vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif. Ne? Ich glaube, dass solche Sachen am Ende sehr stark davon abhängen, wie die Bequemlichkeit der Benutzung ist. Also wenn wir das in unserer Smartwatch unterbringen können, hat das sicherlich eine deutlich bessere Chance, eine Akzeptanz zu finden als irgendwas anderes. Und da muss man sich fragen, schafft es jetzt eine Behörde, die Servicequalität von Apple noch einzuholen? Und das wage ich im Augenblick mal einfach so zu bezweifeln. Also daher sehe ich das jetzt als Argument nicht wirklich. Da können die, glaube ich, froh sein, wenn sie das gleiche Niveau an Bequemlichkeit hinkriegen. Wird es wahrscheinlich weniger sein. Ja? Aber mal angenommen, die würden es tatsächlich schaffen, hier eine anonyme Zahlungsmöglichkeit zu schaffen. Nicht, dass sie ein Interesse daran hätten, aber angenommen, sie würden das, hätten ein Interesse daran und würden es am Ende auch umsetzen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas eine Akzeptanz findet. Also ich, wenn ich mich zu entscheiden hätte, zahle ich mit Apple Pay und bin nachvollziehbar oder muss ich eine Karte rausholen und bin dann für völlig anonym? Da würde ich, glaube ich, Letzteres nehmen. Ja? Okay, ja, Und das also unter den Bedingungen kann ich mir vorstellen, dass ich sowas durchsetzen würde. Ob die das anbieten werden, steht in Sternen. Ja, das stimmt. Also das wäre in der Tat ein Punkt, wo man überlegen könnte. Auf jeden Fall wird viel Arbeit wahrscheinlich auch auf dich zukommen, Christian, diese ganze Infrastruktur zu implementieren. Jetzt in der Testphase ab Oktober, da fallen bestimmt auch ein paar interessante Forschungsaufträge ab, das kann ich mir vorstellen. Da sollte man die Augen offen halten. Ich bin sicher, wir werden dieses Thema zukünftig regelmäßig debattieren müssen, weil es noch so komplex ist und auch so wenig klar, was eigentlich passiert und was auch die gesellschaftlichen Auswirkungen sind, dass wir hier wirklich erstmal nur diese Themen anreißen können und Vermutungen aufstellen können. Und dafür danke ich dir sehr, sehr herzlich und ich freue mich vor allem, dass du am 29. April an dem Samstag auch wieder mal Gast bei unserem Alpha-Trio bist. Wir haben, neben dir wird noch der Dr. Markus Krall dabei sein und der Dieter Dehm, ein ganz bunter Vogel aus der Mittelstandspolitik. Das wird bestimmt auch sehr, sehr interessant, die Debatte. Und da gibt es tatsächlich noch einige Tickets, habe ich gehört. Also an alle Zuschauer, wir haben, glaube ich, noch 10, 20 Tickets übrig, die jetzt noch zu erwerben sind in der nächsten Woche. Und ja, dann freue ich mich auf den 29. April, lieber Christian. Und das Thema werden wir, wenn nicht am 29. April, auf jeden Fall nochmal demnächst uns vornehmen. Ja, freue mich auch drauf. Ich freue mich vor allen Dingen auch drauf, dass wir da wirklich mal einen bunten Strauß auf dem Podium sitzen haben von ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Ja, also ich bin sehr Oh gespannt, ja. was da kommt. Ja, vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und bis Samstag. Also, Ja, ciao. bis dann. Tschüss.